Katrin Vogler für die Linke. Entschuldigung, Katrin Vogler für die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Also, Herr Nüssler, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, mit den ganzen Mythen aufzuräumen, die Sie uns hier gerade erzählt haben. Also soll ich anfangen mit dem Mythos der Lohnnebenkosten? Es gibt keinen, wir reden viel über Evidenz im Gesundheitswesen, es gibt keinen evidenten Beleg dafür, dass eine Senkung der Lohnnebenkosten, also der Arbeitgeberbeiträge zu der Sozialversicherung, irgendwann mal zu einer massiven Einstellungswelle geführt habe oder zu einer Investitionswelle. Denn Arbeitgeber stellen natürlich Leute ein, wenn sie in ihrem Unternehmen bestimmte Leute brauchen und nicht auf Halde, weil sie gerade so günstig sind. Dann der Mythos Privatversicherung. Unser Gesundheitswesen sei so gut, weil es die privaten Krankenversicherungen gäbe. Das ist ja wirklich an den Haaren herbeigezogen. Unser Gesundheitswesen ist vor allem deshalb so gut, weil 70 Millionen Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung dafür sorgen, dass wir eine flächendeckende Infrastruktur und dass wir flächendeckende Angebote für Behandlung, für Prävention und andere Dinge haben. Und dann kommen wir zum Mythos Lohnfortzahlung. Also die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist weder eine Gnade der Unternehmen gegenüber ihren Beschäftigten noch sonst irgendwie eine einseitige Belastung, sondern es ist in einem 6-wöchigen Streik von den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern erkämpftes Recht der Arbeiterinnen und Arbeiter und der Angestellten, dass sie jetzt das über diese Umverteilung in der gesetzlichen Krankenversicherung sozusagen auf dem kalten Wege wieder auf den Taschen der Beschäftigten landet. So. Und wenn Sie hier von GKV-Lobbyisten sprechen, die angeblich uns aus der Opposition die Reden geschrieben haben, dann frage ich mich doch, welche Lobbyisten haben Ihnen diese Rede geschrieben? Waren das die Arbeitgeberverbände, waren das die privaten Versicherungskonzerne oder waren das die Kollegen von der Pharmaindustrie, speziell der forschenden Pharmaindustrie? Da weiß man doch gar nicht, wo man anfangen soll. Wir reden im Gesundheitshaushalt nicht über viel Geld im Bundeshaushalt, aber wir reden tatsächlich über sehr viel Geld. 212 Milliarden Euro im letzten Jahr sind aus der gesetzlichen Krankenversicherung eingenommen worden. Im Vergleich dazu, der Bundeshaushalt im letzten Jahr betrug nur 299 Milliarden. Also die gesetzlich Krankenversicherten bringen insgesamt nur wenig, nicht mal, also der Bundeshaushalt ist nicht mal ein Drittel mehr als die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir haben also nicht zu wenig Geld im System, aber wir müssen ja mal fragen, ist es denn richtig verteilt? Ist es sozial gerecht und ist es wirksam und ist es gut verteilt und kommt es da an, wo es hingehört, nämlich bei der Versorgung? Und natürlich weckt so viel Geld auch die Begehrlichkeiten von denjenigen, die mit Krankheit Profit erwirtschaften wollen. Und leider ist diese Bundesregierung und ist auch dieser Bundesminister Gröhe mehr auf der Seite dieser Leute als auf der Seite der Patienten und Versicherten. Und ja, das wollen Sie nicht hören, aber ich kann das an den wesentlichen Gesetzgebungen dieser Bundesregierung in dieser Koalition belegen. Noch bevor die Tinte auf dem Koalitionsvertrag trocken war, haben Sie mit dem 14. SGB-V-Änderungsgesetz etwa 1,5 Milliarden Euro jährlich an die Pharmaindustrie geschenkt. Sie haben nämlich die Rabatte der Krankenkassen auf die besonders teuren Arzneimittel von 16% auf 17% verringert. Der nächste Anschlag auf die Taschen der Beitragszahlerinnen war dann das GKV-Finanzierungsgesetz von 2014. Da haben Sie die Festschreibung des Arbeitgeberbeitrags weiter verewigt. Und Sie haben beschlossen, dass künftig alle Kostensteigerungen allein von den Versicherten, also von den Beschäftigten, den Rentnerinnen und Rentnern, gezahlt werden müssen. Und seit Anfang des Jahres haben die Leute deswegen eine saftige Erhöhung ihrer Krankenkassenbeiträge auf dem Lohnzettel. Und eigentlich müssten die auch noch einmal erhöht werden. Aber weil Sie das im Wahljahr nicht gebrauchen können, greifen Sie jetzt in die Rücklagen, in die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, damit die Beiträge eben nicht so brutal steigen. Und das sind alles Taschenspielertricks, die ja am zentralen Problem gar nichts ändern. Ich freue mich übrigens, dass die SPD das Thema paritätische Finanzierung wieder entdeckt hat. Das haben sie ja tatsächlich, die paritätische Finanzierung, nämlich das Prinzip, dass Arbeitgeber und Rentenkassen die Hälfte der Beiträge zahlen, haben sie tatsächlich 2003 ja mit den Grünen zusammen abgeschafft.
Aber wir wollen da überhaupt nicht nachtragend sein. Wir laden Sie ein, diese Ungerechtigkeit wieder zu beseitigen. Das können wir gerne zusammen machen. Und dann kam ja eine ganze Reihe von Reformen, mit denen diese Bundesregierung staatliche, also gesamtgesellschaftliche Aufgaben privatisiert und aus dem Bundeshaushalt ausgelagert hat. Jetzt müssen nämlich die Versicherten mit ihren Pflichtbeiträgen alle möglichen Projekte dieser Bundesregierung finanzieren. Ich nenne da nur mal das Krankenhausstruktur- und das Qualitätsgesetz, das Präventionsgesetz, das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, das E-Health-Gesetz mit dem Milliardengrab elektronische Gesundheitskarte und last not least die Privatisierung der unabhängigen Patientenberatung Deutschlands. Da haben Sie zunächst den Etat ordentlich aufgestockt, was DIE LINKE auch unterstützt hat. Andererseits haben Sie durch eine Ausschreibungsregel dafür gesorgt, dass es nun nicht mehr Verbraucher- und Patientenschutzorganisationen machen, sondern ein Callcenter im Besitz eines Finanzinvestorunternehmens. Und das ist wirklich ein Skandal. Ja, fragen Sie doch mal die Patientinnen und Patienten. Wenn Sie im Koalitionsvertrag schreiben, im Zentrum unserer Gesundheitspolitik stehen die Patientinnen und Patienten und die Qualität der medizinischen Versorgung. Ja, dann fragen Sie doch mal diese Patientinnen und Patienten, was bei denen angekommen ist. Seit 2013 wurden 43 Krankenhäuser geschlossen. Das sind doch nicht die in den überversorgten Gebieten, sondern das sind die auf dem Land. 2.665 Betten wurden stillgelegt, aber es wurden 400.000 Fälle mehr behandelt. Und das ist eine Situation, wo dann gleichzeitig die 10 größten Klinikkonzerne im letzten Jahr fast 1 Milliarde Gewinn gemacht haben. Alles aus Steuergeldern und aus den Mitteln der gesetzlich Versicherten. Deswegen sage ich Ihnen, diese Gesundheitspolitik dieser Koalition ist nicht im Interesse der Patientinnen und Patienten, nicht im Interesse der gesetzlich Versicherten. Und deswegen müssen Sie sie verändern. Vielen Dank, Katrin Vogler. Nächster Redner.